Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Wenn du gerade das erste Video hier auf diesem Kanal siehst, dann solltest du auf jeden Fall auf Abonnieren klicken, denn es gibt jede Woche zwei neue Videos zum Thema Fotografie und Bildbearbeitung. Und zusätzlich kannst du auch noch die Glocke aktivieren und dann verpasst du wirklich gar nichts mehr. Also, heute geht es um die 5 Minuten RAW Challenge. Das müsste jetzt, glaube ich, die 10. Episode sein. Da geht es einfach darum, dass ich 5 Minuten Zeit habe, einen RAW Bild von euch zu bearbeiten. Das bedeutet, ihr könnt mir RAW-Dateien zuschicken und ich bearbeite die dann innerhalb von 5 Minuten, ohne dass ich vorher sie wirklich gesehen habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ja, zuallererst, wenn du neu in diesem Format bist, du kannst mir RAW-Dateien zuschicken von dir. Das geht ganz einfach über WeTransfer. Das ist ein Dienst, wo man ja quasi E-Mails verschicken kann mit größerem Anhang. Und da schickst du einfach deine RAW-Datei an info@schaeferphotography.de. Also, ich würde mich freuen, wenn du da mitmachst und vielleicht mit ein bisschen Glück ist dein Bild dann in den nächsten Episoden mit dabei. Lass uns direkt starten hier mit dem ersten Bild. Ich habe 5 Minuten und das ist jetzt hier die Hängebrücke in Geierlei. Ich weiß es nicht genau, wie man es ausspricht. Ich war auch schon mal dort, aber ja, ihr wisst es ja aus früheren Videos, ich habe es nicht so mit der Aussprache. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare posten, wie man es richtig ausspricht. Okay, das müsste hier ein Sonnenaufgang sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, wenn man aus der Richtung guckt, ist es, glaube ich, der Sonnenaufgang. Aber auch da könnt ihr mich gerne berichtigen. Genau, ich packe 5 Minuten auf die Uhr und würde sagen, los geht's. Ja, wie man hier sieht am Histogramm, ist das Ganze schon rechts und links jeweils angestoßen. Das bedeutet, wir haben sowohl komplette schwarze Pixel als auch komplette weiße Pixel. Und in diesen Pixeln gibt es nicht mehr wirklich Informationen. Das können wir jetzt hier so ein bisschen regulieren, indem wir die Tiefen so ein bisschen aufhellen und gleichzeitig auch die Lichter hier so ein bisschen abdunkeln. Ja, aber nicht zu doll. Und ja, wir gucken mal ganz kurz hier auch auf die Kameraeinstellung. Also ISO 500 bei 18 mm, Blende 13 und eine 400. Sekunde. Ich würde mal schätzen, dass du das Ganze aus der Hand fotografiert hast. Aber selbst dann würde ich die ISO-Zahl ein bisschen weiter runternehmen und auch die Verschlusszeit ein bisschen verlängern. Also eine 200. reicht vollkommen aus, wenn du es aus der Hand fotografierst, gerade bei 18 mm. Und da kannst du einfach den ISO-Wert noch ein bisschen runtersetzen. Wobei in dem Fall, jetzt ist es eine Tagesaufnahme, da werden wir kein wirkliches Bildrauschen drin haben. Aber nur so mal für die Zukunft. Okay, dann werde ich jetzt hier insgesamt ein bisschen Kontrast hinzugeben. Ja, das verschiebt einfach das Histogramm von der Mitte raus ein bisschen weiter nach außen. Wir haben jetzt hier nicht wirklich Probleme, dass wir hier wieder links und rechts anstoßen, sondern es ist eigentlich so, dass das Histogramm von der Mitte nach außen zieht. Okay, sehr schön. Mir gefällt dieses Blau hier nicht so wirklich in dem Himmel. Ich möchte das Bild gerne so ein bisschen beschränken auf wenige Farben. Und von daher gehe ich jetzt hier mal in die HSL-Tabelle rein und werde jetzt einfach mal die Sättigung von diesem Blau so ein bisschen rausnehmen hier. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen das vom Aquamarin noch. Genau. Dann haben wir das hier einfach mal so ein bisschen auf eine Farbe beschränkt und das ist jetzt hier das Orange und so ein bisschen Grün hier im Hintergrund. Das ist so ganz cool. Und ja, ich denke aber auch, dass wir das Gelb und das Orange hier so ein bisschen noch entsättigen können. Nicht zu doll, aber so ein bisschen einfach. Und dann kriegen wir einfach so einen schönen entsättigten Look, der mal ganz gut aussieht. Dann gehe ich mal die Gradationskurve rein und werde jetzt hier mal noch so ein bisschen die Schwarzwerte auffällen. Auch nicht zu doll, aber so ein bisschen. Schauen wir mal, ja, so sieht es ganz gut aus. Und dann werde ich hier die Tiefen wieder so ein bisschen abdunkeln. Ja, ich mache einfach einen Klick hier auf diese Kurve und dann kann ich hier einen so einen Punkt nach oben oder nach unten ziehen. Und genauso mache ich das jetzt hier oben nochmal, auch nochmal einen Klick rein. Und werde jetzt hier die hellen Bildbereiche noch ein bisschen heller machen. Ja, ich will den Himmel möglichst hell und weiß haben, weil der sowieso keine Struktur hat und dann habe ich lieber so einen weißen Himmel. Insgesamt gefällt mir der Himmel sowieso nicht so gut, von daher würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen das Bild noch beschneiden. Und da würde ich jetzt einfach vom Seitenverhältnis mal hier in ein 4:5 Format gehen. Das ist ja so dieses typische Instagram-Format, wenn du das noch nicht weißt. Das ist das Format für Instagram, was am besten passt, um bildschirmfüllend deine Fotos zu präsentieren. Von daher ist das jetzt dieses typische Instagram-Format geworden. Ich packe jetzt mal die Horizontlinie hier auf die 1/3-Linie. Dann haben wir eine schöne Komposition. Wir haben schöne führende Linien hier in diesem Bild von dieser Brücke hier. Die führen alle in den Bildmittelpunkt rein. Ja, der geht dann hier nach oben. Also, sehr schöne Komposition, auf jeden Fall. Ich werde jetzt als nächstes mal in die Teiltonung reingehen und jetzt hier noch den Schatten so ein bisschen eine Farbe geben. Und zwar auch so gelb-orange. Dann werde ich die Sättigung einfach so ein bisschen hochdrehen. Ich denke mal, reicht hier vollkommen aus, wenn wir bei der Sättigung 5 sind. Okay, super.
Dann gehe ich in die Objektivkorrekturen, Profilkorrekturen aktivieren, chromatische Aberration entfernen, immer so standardmäßig, klickt man einfach immer an, nichts Besonderes. In die Details gehe ich auch noch rein und werde das Bild noch so ein bisschen schärfen. Das Bild ist eigentlich schon sehr, sehr scharf, ja, sieht man hier, ist wirklich sehr, sehr gut fotografiert. Ich werde jetzt den Betrag hier noch auf 80 setzen und dann das Ganze wieder so ein bisschen ausmaskieren, kann man mit gedrückter Alt-Taste machen. Alles, was jetzt weiß angezeigt wird, ist dann geschärft. Okay. Dann gehen wir noch weiter runter in die Effektpalette rein. Ich werde hier dem Ganzen so eine kleine Vignette geben, einfach um den Betrachter noch so ein bisschen mehr in den Bildmittelpunkt zu leiten. Also minus 15 ist in Ordnung und so ein bisschen Dunst entfernen gebe ich auch noch mit dazu. Noch ein bisschen mehr Kontrast aufbauen. Ha, das sieht doch richtig cool aus hier. So, dann gehen wir noch in die Kamerakalibrierung rein und ich werde noch so ein bisschen die Primärwerte von dem Blauton verschieben und zwar nach links. Dann wird das Ganze so ein bisschen mehr rötlich, orange-rötlich. Ja, das gefällt mir richtig gut. Und genauso werde ich die Rotwerte so ein bisschen weiter nach rechts schieben. Das sieht richtig gut aus. Ein bisschen Sättigung nehmen wir noch raus. Und bei Blau gehen wir ein bisschen Sättigung hinzu. Und die Grünwerte werde ich auch noch so ein bisschen weiter Richtung links schieben. Ja, das hat doch richtig was. Okay, ich habe noch 20 Sekunden. Ich schaue nochmal, ob noch irgendwas zu tun ist, aber ich glaube fast, dass wir das hierbei belassen können. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich gehe nochmal kurz in die Grundeinstellung rein und gebe so ein bisschen Klarheit rein. So ein ganz bisschen Klarheit, ungefähr plus 10. Das ist gut. Sehr schön. Okay, dann ist auch jetzt genau die Zeit abgelaufen und ja, das ist jetzt hier das bearbeitete Bild. Also, das ist das Vorher. So sah es vorher aus. Na gut, der Beschnitt ist jetzt nicht mit dabei, aber ansonsten, das ist das Vorherbild, das ist das Nachherbild. Ist jetzt nicht so viel passiert, aber das ist auch gar nicht immer notwendig in der Bildbearbeitung. Manchmal braucht man da einfach gar nicht so viel, wenn es schon gut fotografiert ist. Vorher, nachher. Sehr schön. Okay, dann kommen wir zum nächsten Bild und das ist auch wieder ein Landschaftsbild. Das ist jetzt relativ flau. Das ist ein bisschen überbelichtet. Wenn wir gleich mal gucken, was wir da rausholen können. Ich glaube, dass man hier eine ganze Menge rausholen kann, weil es halt relativ flau ist und dann ist der Effekt, wenn man es dann bearbeitet hat, immer relativ groß. Ich würde auch einfach sagen, 5 Minuten auf die Uhr und los geht's. So, insgesamt finde ich das Bild ein bisschen überbelichtet, von daher ziehe ich als erstes mal die Belichtung so ein bisschen runter, ungefähr minus 0,3 Blendenstufen, sieht ganz gut aus. Ich werde die Lichter so ein bisschen abdunkeln, weil der Himmel hier natürlich relativ hell ist, wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich das jetzt hier abdunkel, kann ich dir mal zeigen, was passiert. Sieht gar nicht so gut aus. Also die Struktur von dem Himmel ist ein bisschen komisch. Vielleicht werde ich diesen Himmel einfach mal so ein bisschen noch heller machen sogar und damit diesen Himmel so ein bisschen aus dem Bild rausnehmen. Ja? Das ist eigentlich ganz cool. Okay, Tiefen kann ich auch so lassen, brauchen wir nicht wirklich. So, aber was jetzt kommt, der große Effekt, die Schwarzwerte. Die werde ich jetzt einfach mal nach unten ziehen und du siehst schon, was passiert. Jetzt auf einmal kriegt das Bild richtig viel Kontrast. Das mache ich diesmal auch gar nicht mit gedrückter Alt-Taste, wie ich es sonst mache. Ja, in meinen früheren Videos sage ich ja immer, Alt-Taste dabei drücken. Das muss diesmal gar nicht technisch perfekt sein, sondern es geht jetzt hier ein bisschen mehr um Augenmaß. Und ich habe jetzt hier oben auch das Histogramm im Blick. Sobald das hier links anstößt, ist es zu viel. Aber jetzt in dem Moment hier, so sieht es noch richtig gut aus. So, die Weißwerte werde ich auch so ein bisschen weiter noch nach rechts ziehen. Auch das sieht jetzt ganz cool aus. Dann werde ich die Dynamik so ein bisschen erhöhen. Ja, das ist natürlich viel zu viel hier, aber ich denke mal so plus 20 ungefähr ist in Ordnung. Das gefällt mir so schon ganz gut. Okay, ich werde nochmal auf den Weißabgleich so ein bisschen gucken, ob ich den so ein bisschen wärmer mache. So ein ganz bisschen, ja, das sieht ganz cool aus. Okay, und dann gehe ich als nächstes hier in die HSL-Tabelle rein und werde jetzt hier wieder so ein bisschen die Farbwerte verändern. Denn mir gefällt dieses Bläuliche hier im Hintergrund nicht so. Ich weiß, das ist so dieser Dunst und so weiter, aber irgendwie gefällt es mir nicht so sehr. Von daher werde ich jetzt hier einfach mal die Sättigung rausnehmen von dem Blau. Nicht komplett, aber so ein bisschen und genauso von dem Aquamarin. Ungefähr so minus 25, minus 30, so irgendwas in der Richtung. Das ist ganz cool. Dann werde ich mir hier noch die Grünwerte so ein bisschen anschauen. Da werde ich als erstes mal hier in den Farbton reingehen. Und das sind übrigens gar nicht die Grünwerte, sondern wahrscheinlich die Gelbwerte. Können wir jetzt gleich mal gucken. Wenn ich die Gelbwerte jetzt hier weiter nach rechts schiebe, ja, dann siehst du es, dann wird dieser Berg hier auf einmal richtig schön grün und saftig. Und das ist genau das, was ich haben will. Das sieht doch ganz cool aus. Sehr schön. Dann gehe ich hier nochmal in die Gradationskurve rein und werde auch hier wieder so einen kleinen Effekt machen, so einen kleinen Fade-Effekt. Aber nicht zu viel. Ja, so ein kleines bisschen machen wir das Ganze hier rein und bauen hier wieder so ein bisschen mehr Kontrast auf. Vielleicht sogar hier noch ein bisschen mehr Kontrast aufbauen, also hier die Tiefen wirklich mal so ein bisschen runterziehen.
auch nicht zu weit die Schwarzwerte hier nach oben ziehen. Ja, so gefällt mir das richtig gut. Dann gehen wir als nächstes in die Kamerakalibrierung, denn ich denke, man kann hier noch so ein bisschen was an den Farbwerten verändern, indem ich jetzt hier zum Beispiel mal die Blauwerte wieder so ein bisschen rüberziehe. Ich werde die Rottöne so ein bisschen weiter nach rechts ziehen. Und gerade die Grünwerte bringe ich mal noch so ein bisschen weiter Richtung links. Jawohl. Cool. Dann natürlich, das Bild muss geschärft werden. Auch hier gucken wir mal wieder auf die Kameraeinstellung. ISO 1000 mit 44 mm fotografiert, Blende 7.1 und eine 640. Auch hier genau das gleiche wie beim ersten Bild wieder. Mach die ISO-Zahl ein bisschen weiter runter und dafür kannst du die Verschlusszeit ein bisschen verlängern. Selbst wenn du das aus der Hand fotografierst, eine 200. Sekunde reicht bei 44 mm sowas von locker aus und dann kannst du die ISO-Zahl einfach ein bisschen runtersetzen, denn wenn ich jetzt hier mal in das Bild reinzoome, dann stelle ich schon fest, dass du hier so ein bisschen Bildrauschen mit drin hast. Und von daher, gerade jetzt, wenn wir in den Bereich Schärfen gehen hier, ich werde jetzt hier mal wieder den Betrag auf 80 ungefähr setzen, dann werden wir das Ganze mit gedrückter Alt-Taste hier ausmaskieren, damit wir wirklich nur die Kanten schärfen, weil wir sonst einfach zu viel Bildrauschen haben. Also wie gesagt, wenn du demnächst wieder fotografieren gehst, achte mal darauf, die ISO-Zahl so gering wie möglich zu halten und die Verschlusszeit so lang wie möglich zu machen, ohne dass das Bild unscharf wird. Ja? Dann werden wir die Profilkorrektur noch aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Also das ist wieder Standard. Und ich gehe nochmal in die Effekte rein, werde auch hier wieder eine kleine Vignette um das Bild herum geben und so ein bisschen Dunst entfernen reinmachen, wobei auch hier nicht zu viel. Das gefällt mir nämlich nicht, wenn wir hier den Dunst hinten so komplett rausnehmen. Weil das macht das ganze Bild ja auch so ein bisschen dreidimensional. Ja, im Vordergrund ist alles schön knackig scharf, im Hintergrund ist dieser Dunst vorhanden. Und das macht das ganze Bild richtig schön dreidimensional. Man weiß sofort, wo vorne und wo hinten ist. Zu guter Letzt gehe ich hier nochmal in das Freistellungswerkzeug und werde das Bild nochmal so ein bisschen beschneiden. Die rechte Seite hier sieht eigentlich auch ganz cool aus, aber ich denke mal, ich will so ein bisschen vom Himmel hier auf jeden Fall noch wegnehmen. Und vielleicht sogar auf der Seite hier noch so ein bisschen. Ja, dass wir hier einfach ein bisschen den Himmel noch rausnehmen, weil der mir einfach überhaupt nicht gefällt. Und dann verschiebe ich das Ganze mal hier so ein bisschen weiter noch nach rechts. Dann haben wir nämlich diesen Berg hier, der im Vordergrund ist, auch nicht genau in der Mitte. Ich bestätige das Ganze und ich finde, dass das jetzt schon ganz cool aussieht. Jetzt ist die Zeit auch abgelaufen. Ich denke mal, dass man hier noch ein bisschen was rausholen kann. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hätte, müsste man jetzt noch mal gucken, wenn man die Lichter noch ein bisschen weiter anhebt, dass man einfach hier diese Struktur aus dem Himmel noch rausbekommt und irgendwie so ein bisschen Kontrast noch ins Bild reingibt. Ja, so, und vielleicht die Belichtung doch noch mal ein bisschen anhebt. Nicht zu doll. Aber ich glaube, die Belichtung hätte ich so lassen müssen bei 0. Jetzt sieht's gut aus. Ja, also ein bisschen geschummelt jetzt am Ende, ein paar Sekunden mehr draufgepackt. Aber ich glaube, so haben wir ein echt cooles Bild. Und ja, man könnte noch ein bisschen mehr rausholen. Also du siehst, ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich hadere noch so ein bisschen, gerade wegen diesem Himmel. Und dann würde ich einfach mal euch bitten, in die Kommentare zu schreiben, was ihr anders gemacht hättet, um ja, diesen Himmel noch so ein bisschen anders hinzubekommen. Also ich weiß, jetzt würden viele sagen, ja, nimm noch einen Verlaufsfilter und dann mach das Ganze einfach so ein bisschen dunkler. Aber ich zeige dir mal, was passiert, wenn wir das Ganze dunkler machen würden. Das sieht einfach nicht gut aus. Also mal davon abgesehen, die Bergspitze, die könnte man natürlich wieder rausnehmen aus dem Effekt, aber dieser Himmel, der sieht einfach nicht gut aus, wenn man den dunkler macht. Von daher glaube ich, ist es schon besser, wenn man den hell macht, aber so hundertprozentig zufrieden bin ich trotzdem nicht. Von daher schreibt einmal unten in die Kommentare, deine Meinung würde mich interessieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben gehen. Du kannst in die Kommentare posten, wie gesagt, was dir gefallen hat hier an diesem Video, was dir nicht gefallen hat. Gerade jetzt hier bei diesem zweiten Bild würde mich interessieren, wie du den Himmel bearbeiten würdest. Ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und wenn du weiter in das Thema einsteigen willst, dann geh einfach mal auf meinen Online-Store. Da gibt es nämlich ganz viele Videokurse zu verschiedenen Themen der Bildbearbeitung. Unter anderem gibt es auch zum Beispiel einen Videokurs zum Thema Lightroom. Also wenn du das ganze Programm einfach mal von Grund auf lernen möchtest, dann ist dieser Videokurs genau das Richtige für dich. Also einfach mal auf www.stefanschäfer-store.de gehen und da kannst du dann mal dir das Ganze genauer anschauen. Und wenn wir schon bei Werbung sind, ich mache auch Workshops im Jahr 2018, Fotografie-Workshops in Berlin, in Dresden, Sächsische Schweiz. Ich mache eine Fotoreise nach New York, nach Dubai und so weiter und so fort. All das findest du auch auf meinem Online-Store. Wenn du da Interesse hast, einfach mal reinklicken. Also, genug der Werbung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.